Ja, nach zwei eher mäßigen Spielzeiten in der dritten Liga, in denen der FCM unterm Strich gegen den Abstieg gespielt hat, ist das Team von Christian Titz in diesem Jahr ganz oben in der Tabelle. 34 Punkte nach 16 Spieltagen, ein Nachholspiel steht noch aus. Damit sind sie genauso gut wie vor drei Jahren, als man am Ende in die zweite Bundesliga aufsteigen konnte und Meister wurde. Sie sind wieder ein Team, dem zuzutrauen ist, den großen Sprung zu schaffen. Auf der anderen Seite heute 1860 München, dieses Jahr ein bisschen abgeschlagen, hat Stand jetzt nichts mit dem Aufstiegskampf zu tun. Trotzdem Topspielstimmung zum Auftakt des Dezembers im Grünwalder Stadion. Die Gastgeber in den Sondertrikots in Weiß-Gold, Magdeburg ganz in Schwarz mit Schuler und der ersten Chance. Keine 5 Minuten gespielt. Schuder hat den ersten Abstoß. Die Münchner ohne den gelb gesperrten Steinhardt müssen das erste Mal mit Dreierkette spielen und damit umbauen. Schuder für Artig. Krempeki und Schuder. Nächster Abstoß, diesmal aufs Tor von Hiller. Gut gehalten von Münchens Torwart. Anfangsphase geht klar an die Gäste. Dann mal München mit Neudecker. Vorbei an Knost. Und am Ende zum Eckball, erzwungen von Richard Neudecker, der allerdings bleibt ohne Folge. Viertelstunde gespielt, es dominiert weiter das Team von Christian Titz mit Zecker, Obermeier und Condé. Ist alles noch nicht wirklich gefährlich, aber sie sind offensiv präsent, holen die Chancen. Es muss dann irgendwann mal was passen, aber noch ist Zeit. Viertelstunde gespielt. Eckball für Obermeier. Schuler. Und Artig. Hiller. Klasse gehalten. Belbel setzt nochmal nach. Bitthoff. Und nochmal Müller für Schuler. Jetzt kann Biancardi klären. Der Druck groß in dieser Phase, selten mal Befreiungsschläge, Konter jetzt mal der Münchner mit Lex. Super gesehen, Mölders mitgelaufen, Sascha Mölders. Da muss dann eigentlich mehr drin sein in so einer Chance, wenn man dringend die Punkte braucht. Sascha Mölders viel zu zentral und so kein Problem für Reimann im Tor des ersten FC Magdeburgs. Es gibt die nächste Ecke für München für Lex. Neudecker lässt Bitthoff einfach mal stehen. Richard Neudecker. Am Ende ist es Belbel, der zum nächsten Eckball klärt. Bitthoff davor fahrlässig, lässt Münchens Neudecker einfach mal durchlaufen nach der Ecke. So gibt's gleich den nächsten Versuch hinterher für Stefan Lex. Diesmal hoch für Mölders. Artig gewinnt das Kopfballduell. Es gibt eine dritte Ecke, die allerdings bleibt ohne Folge. München jetzt besser im Spiel. Biancardi gegen Obermeier. Das ist Marcel Beer. Weiter für Dressel. Die Schlagzahl nimmt ein bisschen zu. Und München bekommt allmählich Abschlüsse. Erst Mölders, jetzt Dressel, Mittelfeldspieler weit drüber, aber sie sind jetzt langsam angekommen in diesem Spiel. Artig verliert den Ball. München tief in der Hälfte, Magdeburg sehr weit vorne, Salga, Biancardi, Dressel. So, und jetzt haben sie die Spieler überspielt. Jetzt hat Biancardi links fast freie Bahn im Laufduell mit Knost. Mölders, nochmal geflankt, Deichmann, da ist das Tor für München, durch Yannick Deichmann, 1:0, nach ganz schwachem Start, führt 60, mit einer super ausgespielten Kontersituation, Ausgangspunkt Biancardi, der das Laufduell gewinnt, mit Knost, kurz spielt für Mölders und der direkt weiter für Yannick Deichmann, Kopfballduell gewonnen gegen Belbel. Da passt dann einfach mal alles für 1860 und so kann es doch gehen. So will
das Team von Michael Kölner eigentlich viel öfter spielen. In den letzten Jahren waren sie Aufstiegskandidaten. Da würden sie auch gerne wieder hinkommen. Erster Schritt heute gegen Magdeburg wäre getan. Schon wieder Biancani. Kopie des Tores. Zunächst mal abgedreht. Ja. Neudecker. Mölders. Nächster Versuch. Gut gehalten von Reimann. Magdeburg mit Obermeier. Mit Zicker. Dann nochmal Obermeier. Flanke wäre die bessere Lösung gewesen. So ist es kein Problem für Marco Hiller. Halbzeitstand etwas überraschend. 1:0 für 1860. Yannick Deichmann hat schon zweite Bundesliga gespielt mit St. Pauli. Inzwischen rechts außen auch als Defensivspieler teilweise eingesetzt bei Michael Kölner. Zweiter Durchgang, 3 Minuten gespielt. Magdeburg mit Artig. Und Schuler, das ist mal ein Start in Hälfte 2 durch Lukas Schuler. Ausgleich für den FCM. Erster Angriff, der gleich passt in Hälfte 2. So hätten sie viel öfter spielen müssen. Schon zu Beginn des Spiels, als es die Möglichkeiten gab. Gut gemacht von Artig. Und dann startet Schuler rein. Zicker läuft zurück. Der stand nämlich im Abseits, aber Schuler nicht. Und Hiller lässt den Ball am kurzen Eck reingehen. Sieht unglücklich aus, aber das ist natürlich einfach auch dann gut gespielt und nicht gut verteidigt gegen Lukas Schuler. München also muss wieder von vorne anfangen mit Lex. Stunde gespielt. Wer kommt jetzt besser rein in diese zweite Hälfte nach dem Traumstart der Gäste aus Sachsen-Anhalt? Bär für Mölders. Reimann macht sich breit. Wie im Handball die Nummer 1 des FCM, Dominik Reimann. Und damit gut gehalten. Es gibt Eckball für Neudecker. Zweiter Ball für Dressel. Nicht ungefährlich. Es wird immer enger für Blau-Weiß aus Magdeburg. Reimann für Bittroff und der nächste Aussetzer in den Fuß von Staude. Mölders, Lex, Dressel, Biancardi und Dressel. Reimann. Angriff verschenkt nach dem Fehlpass von Bittroff, der Kapitän, genau in den Fuß gespielt von Sascha Mölders. Die Fehler nehmen zu, Magdeburg wirkt unsicher. Conde. Zicker. Conde. Und Artig ganz frei. Hiller kann den Ball sogar festhalten gegen Barış Artig. Da war viel mehr drin bei der ersten Chance seit dem Ausgleich von Magdeburg. Kam offensiv kaum noch was. Dressel. Mölders. 20 Minuten noch. Neudecker. Fehlpass aber nachgesetzt. Staude. Mölders. Für Linzbichler. Linzbichler macht den Haken, macht das Tor. 2:1. München wieder vorne. Durch Linzbichler. Und das ganze Grünwalder Stadion in großer Ekstase. Hier haben sie im Pokal ja schon Schalke besiegt in dieser Saison. Und haben sich heute gegen den Tabellenführer auf Augenhöhe zeigen können. Am Ende ist es Linzbichler, der den Haken macht gegen Belbel. Und dann verwandelt gegen Dominik Reimann. München wieder stand jetzt mit 3 ganz wichtigen Punkten gegen den großen Favoriten, gegen den FCM. Kurz nach dem Tor, München mit Dressel. Mölders und Linzbichler im richtigen Moment gestartet. Es ist kein Abseits und das zweite Tor des Tages. 3:1, Doppelpack durch Linzbichler. Und das ist cool. Dafür, dass das ganze Grünwalder Stadion bebt. Mölders sieht Linzbichler starten. Es ist gleiche Höhe, sogar tendenziell deutlich kein Abseits im Vergleich mit Magdeburgs Verteidiger. Und Reimann unglücklich in dieser Szene.
inzwischen tragischer Held des FCM. Bekam kaum Bälle aufs Tor im ersten Durchgang und jetzt gleich ein Doppelpack in 5 Minuten. Wie reagiert der scheinbar geschlagene Tabellenführer der FCM mit Marachowski? Schuler, Lukas Schuler. Gut gehalten von Hiller. Auch Magdeburg hat einen Stürmer, der mächtig on fire heute ist mit Lukas Schuler und schon wieder dran ist am Tor für den FCM. Eckball abgewehrt, aber nachgesetzt. Knost aus der Jugend des HSV. Müller abgewehrt, aber nochmal. Bellbell, München jetzt ganz weit hinten. Schauen Sie mal, alle Spieler im letzten Drittel. Artig. Wo ist die Lücke? Da vielleicht für Lukas Schuler. Tatsächlich nochmal das Tor. 2:3. Geht da noch was? Und Schuler hat was zu klären mit den Fans. Geht Richtung eigene Tribüne, Richtung eigene Fans. In der Ecke dort, wo die Magdeburger saßen. An der Seite, das sehen sie nicht. Christian Titz verärgert. Der möchte, dass sie weiterspielen, dass sie den Ball nehmen, dass sie jetzt auf den Ausgleich gehen. Kann es nicht verstehen, warum Schuler da diesen Moment nicht anders nutzt. Aber da gab es wohl was zu klären. Es bleibt noch ein bisschen Zeit. Knapp 5 Minuten. Ballverlust von Linsbichler. Marachowski schickt nochmal Schuler. Nicht ganz durchgelaufen, deswegen ein bisschen Tempo verpasst. Zilker, Condé, aber jetzt ist da Platz für Müller. Weiter für Artig. Nicht gut gespielt. Barisch Artig. Und dann hat Hiller den Ball, kann ihn festhalten gegen Müller. Nachspielzeit. Staude, München nochmal. Gibt's die Entscheidung? Gibt's das vierte? Keanu Staude, Linsbichler. Nochmal für Staude. Ganz knapp vorbei. Keanu Staude, der früher in Bielefeld gespielt hat und hier um einen Meter etwa das entscheidende vierte verpasst. Aber kurz danach ist dann Schluss in München. 1860 gewinnt tatsächlich gegen den Tabellenführer, gegen den ersten FC Magdeburg mit 3:2. Es war vor allem der Doppelpack von Linsbichler, der heute den Unterschied gemacht hat zwischen diesen beiden Mannschaften. In den letzten Jahren war München immer etwas besser in der Tabelle. Dieses Jahr scheint es zunächst mal anders, aber mit Leistungen wie der heute und mit Momenten wie denen von Tim Linsbichler heute ist ja vielleicht noch was drin für das Team von Michael Köllner. Erstmal Punkte sammeln, Stabilität schaffen. Der Anfang ist heute gemacht mit einem wichtigen Sieg gegen den ersten FC Magdeburg.